Deine Ziele scheinen weit weg, der Neid, der dich zerreißt, ja, er liefert dir kein Cent, alles Mindset. Du hast Angst, dass die Zeit drängt, merk dir eine Sache, du verlierst, wenn du klein denkst, alles Mindset. Willkommen zur nächsten Folge vom Impact Millions Podcast und wir haben heute eine kleine Special-Folge mit zwei Gästen, wo wir über ein spezielles Thema sprechen werden. Und da geht es vor allem darum, die größten Rückschläge, Verluste im Business und alle Unternehmer, die zuhören, kennen's. Wir haben mittlerweile einige Hunderte, einige Tausende, die diese Podcast-Folgen hören. Und der Großteil davon ist Männer, Mitte 20 und Unternehmer. Deswegen ist für euch das heute sehr, sehr wichtig. Ich habe zwei Gäste am Start. Für diejenigen, die euch beide jetzt noch nicht kennen, stellt euch mal kurz vor. Stellt euch vor, ihr seid bei einem Event in Wien, euch spricht jemand an, ihr macht einen Elevator-Pitch. Wer seid ihr? Was macht ihr? Woher kommt ihr? Fangen wir mal an. Mein Name ist Alexander Heik. Ich bin 26 Jahre jung, komme aus Wien. Elevator Pitch würde ich jetzt mal so ein bisschen nach hinten verschieben und so ein bisschen einen Background geben. Also ich komme ursprünglich mit 15 Jahren habe ich angefangen, einfach nur eine Lehre zu starten. Habe dann nach 2 Jahren erkannt, okay, nee, das ist nicht das, was ich machen möchte. Und das ist eine Sache, wo ich schon über unheimlich viel Wert drauf lege. In dem Moment, wo du unzufrieden bist mit einer Situation, wäre ich damals nicht unzufrieden gewesen, wäre ich nie offen gewesen für Neues. Und dadurch, aus dieser Unzufriedenheit, kam dieser Antrieb, etwas in mein Leben zu verändern. Und dann, irgendwie ein halbes Jahr später gefühlt, nachdem ich mich da auch schon offen umgeschaut habe, was da für mich noch so in Frage kommen würde, da kam dann auch schon dieser junge Mann hier daher, und hat mir etwas über Kryptowährungen erzählt. Damals Bitcoin wert $200. Wenig Infrastruktur, es gab noch wenig Belief. Ich habe dran geglaubt und das war auf alle Fälle der richtige Weg. Und so hat die Journey gestartet. Ich habe dann recht schnell einmal festgestellt, dass wenn du in einem Bereich erfolgreich werden möchtest, dass du an dir selbst arbeiten musst. Das heißt, ich habe geschaut, was machen die auf der Bühne und warum sind die erfolgreich. Und es war immer wieder das Gleiche, die haben sich weiterentwickelt, die haben Rhetorikausbildungen gemacht, die haben NLP-Ausbildungen gemacht, die waren bei einem Tony Robbins, die haben Bücher gelesen und so hat sich es bei mir dann auch angefangen zu entwickeln. Ich habe dann auch den NLP-Practitioner gemacht, im gleichen Jahr dann noch den Master-Practitioner, ein Jahr später dann den Trainer, Hypnose-Ausbildungen, habe Seminare besucht von überall auf der Welt, habe schon eine sehr gute 5-stellige Summe in mich und meine persönliche Weiterentwicklung investiert und bin dann mittlerweile zu dem Punkt gekommen, wo ich sage, okay, ich kann einige Sachen, die ich sehr gut mache und bin daher auch interessant geworden für ein paar Millionäre, ein paar Multimillionäre, die da auch die Zusammenarbeit dann mit mir und mit uns gesucht haben. Und seitdem ja, bewege ich mich in diesen Kreisen, in Kreisen von Bank, in Kreisen von Hedgefonds, in Kreisen von Krypto, von Immobilien, Real Estates und hat sich extrem viel getan und that's me. Interessant. Wer ist der andere hier, der mit den Kryptowährungen damals auf den Alex zugekommen ist? Ja, also vielleicht auch mal kurz so zu mir. Ich bin der Harry, bin 29 Jahre jung, ich werde diesen Monat 30. Oh mein Gott. Ja. Aber als Mann fängt es erst mit 30 an. Wenn du eine Frau bist und das hörst, 30 geht es nur noch bergab. Statistisch gesehen. Wichtig, wenn du Frau bist, such dir jetzt einen Mann, weil sonst wird es knapp. Dann wird es kritisch. Na, Spaß beiseite. Aber du hast recht, Männer reifen. Ja. Frauen altern. Werden einfach nicht jünger. Ja, also wie hat das bei mir gestartet? Ich glaube, ich war 21 Jahre alt. War bei Do & Co. Also ich meine, für alle, die Do & Co kennen, ist so ein Luxus-Catering-Unternehmen. Ich habe quasi diese ganzen Events in Europa und im asiatischen Raum gemacht, von MotoGP bis Formel 1 und weiß ich nicht alles. Und habe irgendwann einfach gehört so, also ich war im Fitnessstudio, war schon immer trainieren und dann ist mein damaliger bester Freund zu mir hergekommen in der Umkleidekabine und der hat zu mir gesagt so, schau Bro, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber wir minen ab jetzt nächste Woche Bitcoin. Und ich so, okay, was für Bitcoin-Mining oder so. Generell, ich war nie so der Freund von Schule, habe auch nirgendwo so den Drive gesehen, aber das hat so mein Leben dann auf, unter Anführungszeichen, würde ich sagen, verändert. Da habe ich auch zum ersten Mal so wirklich stundenlang, wochenlang, monatelang, jahrelang dann damit Zeit verbracht. Und ja, dann haben wir unser erstes Business quasi gestartet. Damals waren das noch so Bitcoin-Mining-Hardware. Und ja, so habe ich dann auch Alex kennengelernt. Was ist danach passiert? Danach haben wir
unter anderem auch ich, sehr, sehr viel Geld auch für Ausbildung investiert. Ich habe eine Gesprächskybernetik-Ausbildung gemacht, eine Verkaufspsychologie-Ausbildung, Online, Offline, Speaker-Ausbildung, Mindset-Ausbildung, was weiß ich nicht alles. Und ja, wir sind jetzt da mittlerweile in Kreisen unterwegs, wo man sagen würde, okay, wir beginnen uns hier einen Namen aufzubauen. Wir haben uns schon unter Anfangs einen Namen aufgebaut. Ich würde auch sagen, wir sind auf dem Gebiet Rhetorik und Verkauf, vor allem Alex als NLP, unglaublich gut. Und ich würde sagen, das sind unsere Stärken. Natürlich spricht das natürlich jetzt auch mit den anderen Bereichen dazu, wie wir sind auch Senior Partner bei einem Hedgefonds, kennen uns unglaublich gut auch mit dem Thema Finanzen, Markt, Makroökonomie, unter anderem auch Kryptowährungen aus. Und ja, das hat uns die ein oder andere Tür bis jetzt geöffnet. Interessant. Wie lange kennt ihr euch jetzt? Wie viele Jahre waren das? Circa? Ich war damals 17,5 circa. Also das ist, ich werde dieses Jahr 27. Okay. Das sind bald 10 Jahre. Bevor wir jetzt gleich zu dem Hauptpunkt der Folge kommen heute oder zu dem Hauptthema. Es gibt ja viele Leute, die gemeinsam diesen Weg bestreiten wollen als Unternehmer, als Businesspartner. Ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, ich glaube in 97,8% der Fälle, wenn Leute Freunde und Businesspartner sind, haltet das Ganze nicht, vor allem wenn die Leute schon vorher Freunde sind. Und ihr habt euch ja durch dieses Journey kennengelernt, aber was ihr jetzt macht, da wart ihr ja vorher schon Freunde. Ihr kennt euch ja auch sehr gut, ihr habt viele Dinge gemeinsam gemacht. Ich kenne euch auch eigentlich nur im Doppelpack, seitdem ich euch das erste Mal wahrgenommen habe. Wie war das? Tisch wird auch verschoben. Wie war das bei euch jetzt dann, das Kennenlernen? Aber wie vor allem, was würdet ihr den Leuten mitgeben? Auf was muss man achten bei der Wahl von seinem Businesspartner? Und wie habt ihr es geschafft, dass ihr euch heute nicht hasst oder zerstritten habt, wie es bei vielen anderen ist? Obwohl es schwer war zwischendurch. Mit mir ist alles schwer. Ja, mit Harry ist alles schwer. Diese Frage lässt sich aus den unterschiedlichsten Engeln beantworten. Ich möchte mal damit starten. In jeder zwischenmenschlichen Beziehung, egal ob es jetzt eine Beziehung ist, die auf sexueller Ebene ist, egal ob es eine Beziehung ist, die auf Business-Ebene ist, egal ob es eine Beziehung in jeglicher Form. Es ist in Ordnung, wenn du unterschiedlicher Meinung bist, das ist in Ordnung, wenn du unterschiedliche Interessen hast, aber was nicht geht, ist, wenn du unterschiedliche Werte vertrittst. Das heißt, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, dann ist es essentiell wichtig, dass die Werte sich sehr stark ähneln. Du kannst nicht mit einer Person zusammenarbeiten, wenn du selber eine Person bist, die sagt, das größte Wert in dem Business sind meine Kunden und ich möchte, dass wenn ich etwas schaffe, dass die Kunden davon profitieren. Das ist eine Frage von Werten. So, und jetzt ist es mir über die letzten 8 Jahre Business auch schon öfters mal passiert, dass ich da mit Businesspartnern zusammengekommen sind, wo ich das nicht sofort erkannt habe und wo sich dann herausgestellt hat, nein, die präferieren Geld über den tatsächlichen Value, den sie den Kunden bieten. Wenn du dann da drauf kommst, das ist dann der Moment, wo du sagst, okay, du solltest auf alle Fälle diese Beziehung beenden oder aus dieser Beziehung so schnell wie möglich austreten. Das ist mal Punkt Nummer 1. Werte müssen übereinstimmen. Punkt Nummer 2. Es ist kein Problem, wenn du unterschiedlich bist. Deswegen ist es auch ganz interessant mit unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Interessen, weil du brauchst oft diese andere Person, die etwas konträr zu deiner Persönlichkeit ist, um Dinge in diesem Business abzudecken, die deine eigenen Schwachstellen sind. Das ist einer der Gründe, warum ich mit Harry immer sehr gut konnte in Business-Partnerschaften, weil er immer so der Typ für Technik war, nehmen wir das Beispiel Krypto. Konnte alles in- und auswendig. Der ist bis 2 in der Früh gesessen, hat sich dann noch irgendwelche Artikel durchgelesen, Podcasts angeschaut, Videos angeschaut, hat gelernt, alles zum Thema. So einen habe ich auch. Richtig. So, ich war beim Thema Kryptowährungen, ich habe mich da nie als Experte gesehen. Ich arbeite aber auch schon seit 8 Jahren mit diesem Thema. Wie ist das möglich? Es ist mir nur möglich, damit zu arbeiten, weil ich jemanden wie Harry habe, wo ich weiß, ich muss mich nicht hinsetzen und da Stunden über Stunden damit verbringen, sondern ich habe jemanden, auf dessen Meinung zähle ich da mehr als auf meine eigene Meinung. Im Konträren würde ich meinen, dass Harry wiederum dann andere Sticking Points hat, wo ich dann meine Stärken habe. Wenn es jetzt darum geht, Beziehungen aufrechtzuerhalten, Beziehungen aufzubauen, länger mit Menschen zusammenzuarbeiten, die uns einen Wert bringen, ihnen aber im Sack gehen. Weil sie vielleicht nervig von der Persönlichkeit sind. Ich aber jemand bin, der sehr harmoniebezogen ist. Ich bin jemand, ich kann sehr leicht einmal mit sehr vielen Menschen. Ich polarisiere, was das angeht, nicht so wie
ist jetzt vielleicht ein Harry tut. Und da geht es halt eben jetzt darum, herauszufinden, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, sich halt eben gegenseitig dann auch in auch die Arbeit so einzuteilen, dass jeder seine Stärken leben kann, ohne ja, mit den Herausforderungen dann umgehen zu müssen, die jetzt jemand hätte, der auch sich auf seine Schwächen konzentrieren muss, damit das Business funktioniert. Also das wären mal so ein paar Faktoren, wo ich sage, enorm relevant. Auf die sollte man achten, sollte jeder wissen. Ich hoffe, jeder von euch macht sich auch Notizen. Warum ich die Frage gestellt habe, ich habe gestern eine Story postet und da habe ich geschrieben, beachte diese Punkte, wenn es darum geht, Mitarbeiter einzustellen oder bei der Wahl deiner Businesspartner. Und ich kann es nicht perfekt wiedergeben, aber du hast ein paar Dinge jetzt dann auch im Prinzip anders jetzt formuliert auch gesagt. Das erste war, jemand, der einmal ein Drecksack ist, der einmal eine Ratte ist, einmal ein Scammer ist, der wird immer einer bleiben. Das ist einfach so, es hat sich immer wieder so bewiesen, zumindest aus meiner Erfahrung, ist bei euch wahrscheinlich ähnlich. Als auf der anderen Seite Leute, die viel reden, aber keinen Track Record haben zudem, die können das nicht, die haben keine Zahlen zu dem, was sie erzählen, sind auch wichtig, dass man die meidet. Wenn jemand noch gar nichts gerissen hat, aber auch sagt, er hat noch gar nichts gerissen, ist was anderes. Aber jemand, der sich so verkauft, aber kein Ergebnis erzielt hat, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der dritte ist das, was du gesagt hast, jemand, der nicht deine Werte vertritt und der Grundwerte wie Integrität und Loyalität nicht als dann als Priorität hat, ist immer eine schlechte Wahl als Businesspartner. So. Und ich bin der Meinung, dass man das immer umgehen kann, wenn man, weil es gibt coole Leute überall. So, es gibt reiche, coole Leute, es gibt erfolgreiche, coole Leute, es gibt dumme, coole Leute, es gibt überall coole Leute. Es gibt überall Leute, die diese Werte vertreten, du musst sie halt nur finden. So wie es jetzt bei euch auch war zum Beispiel. Krasser Punkt, also ich hoffe auch wie immer, dass sich alle Notizen machen, was das angeht, weil sich beschallen zu lassen und Dinge anzuhören ist super, ist Entertainment, aber man kann aus vielen Dingen was mitnehmen. Ich bin einer der wenigen wahrscheinlich, dass ich höre mir ein Drake-Interview an und mache mir sogar Notizen manchmal. Drake? Ja, weil es gibt einen Grund, warum der da ist, wo er ist und manchmal sagt er auch Dinge, die man sich notieren kann. Und viele hören sich die krassesten Dinge an, aber machen sich nie Notizen und vergessen es wieder, weil sie sich so viele Sachen anhören jeden Tag, ja, dass der Content einfach nicht da bleibt. Jetzt möchte ich schon zum zweiten Punkt für diese Mini-Podcast-Folge kommen. Fehler im Business, Verluste, gerade beim Thema Investments oder auch, wir haben jetzt schon über Businesspartner gesprochen, das heißt emotionales Investment und dann gibt es auf der anderen Seite noch finanzielles Investment. Und wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten, ihr habt da auch eure Erfahrungen und eure Stories. Aber wenn ihr jetzt zurückdenkt, was war für euch das Prägendste und auch das Größte, wo ihr jetzt dann vielleicht auch beim Trading oder auch allgemein Geld in den Sand gesetzt habt, bei eurer persönlichen Story oder in eurem Prozess? Genau. Ich erinnere mich nämlich noch, als ich damals 18 Jahre alt war, habe ich mit dem ganzen Thema gestartet. Also es gab bei mir kein Backup, weil ich war ganz unten. Das ist mal der Punkt Nummer 1. Ich habe eine Lehre gemacht, mit der war ich eh unzufrieden und aus unzufrieden noch viel unzufriedener zu werden, das war an dem damaligen Punkt jetzt auch nicht wirklich möglich. Ich hatte nicht wirklich viel zu verlieren, ich hatte einfach nur was zu gewinnen. Und als ich angefangen habe, so meine ersten paar Euro zu verdienen und Bücher zu lesen, habe ich von allen möglichen Seiten gehört, an erfolgreichen Unternehmern, auf die Schnauze gefallen. Und ich dachte mir so, ah, okay, das heißt, ich werde wohl mal auf die Schnauze fallen. Und dann ging es ein Jahr gut, es ging ein zweites Jahr gut, es ging fast ein drittes Jahr nochmal gut. Und gegen Ende dachte ich, ich kannte nur eine Richtung, es ging alles nur bergauf. Ich dachte mir einfach nur so, keine Ahnung. Ja, also ich hatte mir zum damaligen Zeitpunkt, ich habe einen gewissen Wohlstand aufgebaut und ich dachte mir einfach nur so, oh, es gibt nur eine Seite, es geht nur bergauf und mir wird das nicht passieren. Und keine Ahnung, was die ganzen anderen Trotteln, die da Bücher geschrieben haben, anscheinend Multimillionäre und Milliardäre sind, alles so falsch gemacht haben, aber mir wird das nicht passieren. Jung, dumm, naiv. Ein paar Monate später habe ich meinen ganzen Wohlstand verloren. Alles. Alles, was ich hatte, alles, was ich mir damals aufgebaut hatte. Und das war mal so wirklich die erste riesengroße Hürde, die ich da zu überwinden hatte. Ich erinnere mich, beim ersten Mal war das noch recht spannend. Es war irgendwie, am Anfang zumindest, war das noch irgendwie so ein Kitzel. Ich hatte nämlich noch, war noch nie broke in meinem Leben. Ich hatte zwar einen normalen Job, ich war jetzt nicht reich, aber ich hatte immer was auf der Seite. Aber zu dem Zeitpunkt war ich zum ersten Mal richtig broke. Und was mir damals geholfen hat, und wir haben auch vorhin darüber gesprochen, waren so ein paar Mindsets, an denen ich mich auch heute noch anhalte, wenn es mal nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Nämlich,
Und ich möchte mich jetzt nicht hier als einen super religiösen Typen darstellen, der ich nicht bin. Allerdings gibt es einige Konzepte und Ideen, von denen ich sehr viel halte, die uns durchs Leben leiten und von denen ich mich auch gerne weiterleiten lassen möchte. Und was mir damals einer gesagt hat, war, Gott würde dich nicht in diese Position bringen, wenn er nicht wüsste, dass du in der Lage wärst, da rauszukommen. Und dieser Prozess, da rauszukommen, das ist die Challenge, durch die du als Mensch wächst. Und ein paar wenige Jahre später, nachdem ich aus dieser miserablen Situation, es ging 2-3 Jahre gut, es ging 2 Jahre schlecht, danach bin ich da rausgekommen und es ging wieder 2-3 Jahre gut. Und dann habe ich mir zurückgeblickt und habe mir mal angeschaut, so ein bisschen einfach nur so Content, den ich damals gemacht habe, wo ich so ein paar Videos aufgenommen habe und dann reflektiert hat mehrere Jahre später, was ich damals für eine Person war. Und ich war schon da gefühlt. Ich habe mit 20 Jahren habe ich mich gefühlt, ich bin angekommen. That's it. Ein paar Jahre später blicke ich zurück und denke mir so, oh mein Gott, Gott sei Dank ist mir das passiert. Dass ich nochmal broke geworden bin, also richtig broke, war das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte, weil ich aufgehört habe, mich auf Dinge im Außen zu verlassen, sondern Eigenverantwortung zu übernehmen, an mir selbst zu arbeiten und da wirklich Zeit und Energie und Blut, alles Schweißblut rein zu investieren, die beste Version meiner selbst zu werden. Guess what? Mir ist das Gleiche, ähnlich, noch einmal passiert. Und auch da bin ich wieder rausgekommen. Also es ging wieder bergauf, es ging wieder bergab und es ging wieder bergauf in dieser Aufwärtssträhne, in der ich auch jetzt gerade bin. Und ich bin auch da wieder froh. Und jetzt schaue ich wieder zurück. Und ich dachte auch beim zweiten Mal, ich bin angekommen. Aber die Sache ist die, ich war noch so weit von der Person entfernt, die ich jetzt bin. Und ich bin auch jetzt noch sehr weit von der Person entfernt, die ich in Zukunft mal sein kann und sein werde. Und ich sage mal, das, was uns als Menschen im Endeffekt aufleveln lässt, ist genau wie in einem Videospiel. Du wirst, wenn du ein Videospiel spielst, wirst du nicht besser dadurch, dass du die einfachen Routen gehst, sondern du wirst besser dadurch, dass du die stärkeren Gegner schlägst. Und dann kommen immer wieder stärkere Gegner und du musst den schlagen und du musst den schlagen und du musst den schlagen. Und am Ende des Tages sind es die schwierigen Zeiten, die uns zu den Personen machen, die wir heute sind. Und ich würde mal sagen, das war so ein Resümee aus meinen größten Learnings. Die meisten glauben, es ist etwas Schlechtes, wenn du irgendwie einen schlechten Tag hattest oder wenn du versagst, quote unquote, versagst. Aber nein, es ist genau das, wo dir das Leben aufzeigt, wo du noch nicht bist, wo du dran arbeiten musst. Und ja, es hilft dir halt einfach, das auch als das anzuerkennen, was es ist. Und das ist nicht scheitern, sondern es ist halt einfach zu lernen und aus diesen Lernerfahrungen dann auch zu wachsen. Ich möchte noch eine Sache dazu sagen. Weil du ja gesagt hast, ein Videospiel. Zeit ist etwas Illusionäres. Ja, Zeit ist nur Erfahrung. So, und wenn ich jetzt da etwas ein Jahr lang mache und ich beziehe es wieder auf ein Videospiel, wo ich ein Level abbekomme, dann bin ich jetzt vielleicht mal Level 10. So, wenn ich jetzt Level 10 bin und ich habe jetzt einen Endboss vor mir, der Level 50 ist, dann werde ich vermutlich auf die Schnauze kriegen. Und genau das Gleiche ist auch im Leben so. Deswegen, es braucht halt einfach alles Zeit und es braucht halt einfach alles Erfahrung in Wahrheit, an dem ich wachsen muss, wie Alex gesagt hat. Und dann muss das Endziel einfach werden, dass ich einfach der Stärkste werde. Weil wenn ich der Stärkste bin, werde ich vermutlich eher selten von irgendjemandem eine übergezogen bekommen und verlieren. Und ich glaube, das ist auch so die Sache, mit der ich das jetzt abschließen möchte, von meiner Seite aus. Man darf halt einfach nie aufgeben. Man muss immer weiter stetig lernen. Manchmal ist die Straße steinig, manchmal ist die Straße bergauf und manchmal geht die Straße einfach bergab und du brauchst einfach nur dich treiben lassen, und das funktioniert. Man muss einfach mit allen Sachen rechnen und man braucht für alles einfach eine Strategie. 100%. Und das Wichtigste ist, auch was ihr habt und ein großer Punkt, das richtige Umfeld und nicht nur Umfeld von Leuten, die sind motiviert und geben Gas, sondern Leute, die auch diesen Weg mit dir gehen, wo es richtig eklig ist und die auch dann präsent sind und das gemeinsam mit dir, entweder direkt oder indirekt, egal wie sehr die betroffen sind, diesen Weg gemeinsam mit dir gehen. Weil da entstehen halt diese starken Beziehungen und die Business-Partnerschaften auch, die wirklich stark sind. So bei der Gründung jetzt zum Beispiel von dem neuen Unternehmen sind 2 Leute dabei, mit denen arbeite ich seit 8-9 Jahren zusammen, 8-9 Jahren fast, in anderen Bereichen, aber auch allgemein. Und ich weiß, da ist ein Track Record da von rauf, runter, wie auch ihr habt es zum Beispiel. Und das ist einer der wichtigsten Punkte. Und ich glaube, auch eine Sache, die ihr auch sicher gelernt habt, ist, ein gewisses Gefühl zu entwickeln für Menschen, mit denen man einfach nicht zusammenarbeiten will, egal wie erfolgreich die sind oder nicht, und Leute, auf die man vertrauen kann oder auch auf die man auch nicht vertrauen kann. Und ich glaube, das ist einer der größten Punkte.
So, wenn Leute nicht das Wertesystem, das Gleiche vertreten, wo man gewisses, immer wenn man ein unangenehmes Gefühl hat, stimmt's eigentlich. Ich hatte immer, wenn ich ein unangenehmes Gefühl hatte, war es genauso. Das Bauchgefühl. Ich denke, das Bauchgefühl ist eine unglaublich wichtige Sache. Ja. Wenn das Bauchgefühl von Anfang an sagt, hey, du musst auf irgendwas achten und du gegen dein Bauchgefühl oder gegen deine Intention arbeitest, dann kann es früher oder später passieren, dass dir das Leben dann einfach zeigt, hey, ich habe dich gewarnt, das ist das Resultat. Und das Wichtigste ist, dass man halt auch einfach dann im Moment bewusst wahrnimmt, hey, was waren die Probleme, was hat dazu geführt, damit ich dann beim nächsten Mal nicht mehr wieder diese gleichen, unter Anführungszeichen, Fehler mache. Weil wenn ein Fehler einmal macht, ist okay, zweimal auch okay, aber wenn ein Fehler 10, 20, 30 Mal wiederholt, ist einfach dumm. Genau. Ich würde sagen, damit schließen wir diese Mini-Podcast-Folge ab. Es war extrem viel geiler Input, also ich freue mich auf die lange Folge mit euch dann. Weiterführen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, die zwei auch nochmal zu sehen. Die haben auch einen eigenen Podcast, werde ich natürlich alles unten verlinken. Checkt das ab, auch YouTube ist gerade am Starten und ihr werdet die beiden sich auch hier noch öfter sehen. Danke für eure Zeit, danke für deine Zeit und dann sehen wir uns nächste Woche wieder um 18 Uhr, Montag, Impact Millions Podcast. Bye, bye. Ciao, ciao. Mindset, deine Ziele scheinen weit weg, der Neid, der dich zerreißt, ja, er liefert dir kein Cent, alles Mindset. Du hast Angst, dass die Zeit drängt, merk dir eine Sache, du verlierst, wenn du klein denkst, alles Mindset.